Namaste. Und willkommen zu einer Yoga-Praxis, in der wir das sechste Chakra, das wir im Yoga kennen, in den Mittelpunkt stellen. Im Sanskrit heißt das Anya Chakra und im Deutschen wird das übersetzt als das dritte Auge. Und vielleicht kennst du das, es gibt beispielsweise in klassischen Darstellungen der indischen Welt immer Figuren oder Götter, die ein drittes Auge haben. Das ist immer zwischen den tatsächlichen Augen, die wir haben, also zwischen den Augen auf Höhe der Stirn eingezeichnet. Und das ist dieses Chakra, das uns heute begegnet in dieser Yoga-Praxis. Es ist ja vielleicht eine Art symbolisches Auge, eines, das wir zusätzlich haben. Und da wir es von außen nicht sehen, kannst du dir vorstellen, es würde nach innen schauen. Ja, wir haben die zwei äußeren Augen, die die Welt erblicken, die Eindrücke, die die Welt hat und die wir wahrnehmen, Dinge, die wir sehen können und aufnehmen und vielleicht ein symbolisches dritte Auge zwischen den tatsächlichen beiden Augen, die wir haben. Und dieses dritte Auge ist von außen verschlossen und blickt eher nach innen. Und diese Schau nach innen, das ist ein ganz wesentliches Merkmal von Anya Chakra. Es ist das Chakra der Intuition und dafür ist auch das Symbol, dieses dritte Auge, ist ein Symbol der Intuition oder auch der inneren Weisheit. Und was ist die Intuition? Ich finde sie als ein Vermittler zwischen den Gefühlen, die wir haben, und dem Verstand. Und das sind beides sehr wichtige Quellen, aus denen wir zum Beispiel Entscheidungen treffen können. Also, warum gehe ich zum Yoga? Ja, das ist eine Entscheidung, die ich aus verschiedenen Quellen treffen kann. Ich kann sie von der Ratio des Verstandes machen, diese Entscheidung. Ich kann sie dort treffen. Ja, vielleicht so, dass ich weiß, ja, ich habe Rückenschmerzen. Ich weiß auch, dass Bewegungen der Wirbelsäule gut tun. Und im Yoga gibt es sehr viele Bewegungen, die ich der Wirbelsäule schenken kann. Also wird es gelingen, über die Yoga-Praxis meine Leiden zu verringern. Das ist eine logische Herleitung des Verstandes. Oder ich habe erfahren von anderen, dass Yoga eine Bewegungspraxis ist, die gut tut für den Körper, die Verspannungen lindert, die Rückenschmerzen lindert, die ein körperliches Wohlgefühl schenken. Und ich hoffe, dass mir diese Yoga-Praxis auch diese Benefits schenkt. Das ist auch eine Entscheidung, die ich mit dem Verstand treffe. Ja, ich treffe sie bewusst. Eine andere Entscheidungsquelle werden beispielsweise Gefühle oder innere Zustände. Also ich wünsche mir etwas. Ich habe mal Yoga probiert oder kenne jemanden, der Yoga probiert hat und die fühlen sich danach besser, denen geht es besser. Obwohl die vielleicht gar nicht so richtig wissen, woran es lag und vielleicht ist auch gar nicht so ein Leiden im Vordergrund. Aber ein allgemeines Gefühl, dass mir Yoga etwas schenkt. Etwas, mit dem ich mich wohler fühle. Oder verbundener fühle mit mir selbst. Das eine ist der Verstand, der ist in der Alltagswelt sehr deutlich ausgeprägt und immer eine Quelle der Entscheidung. Das andere sind die Gefühle, die sind eher so im Hintergrund, da geht es um Emotionen oder innere Wahrnehmungen oder innere Zustände. Und das sind Quellen der Entscheidung, die ich gar nicht so wirklich bewusst nachvollziehen kann. Also ich weiß einfach, dass mir etwas gut tut oder ich liebe eine Person oder ich liebe eine Person eben nicht. Das ist oft nicht eine Frage des Verstandes, sondern des Gefühls. Und die Intuition, so wie ich sie sehe, vermittelt zwischen diesen beiden Polen. Er verbindet also den Verstand, die Ratio, die Logik, die Plausibilität des Verstandes mit den doch eher diffusen Gefühlen und Emotionen, die wir haben. Manche sagen auch, dass die Intuition die innere Weisheit ist, oder die Stimme, in der die Seele spricht. Wie auch immer, ich möchte dich einladen, heute mit mir auf diese Reise zu gehen, zur inneren Stimme. Eine Reise, die wir mit Yoga, in der Yoga-Praxis vollziehen werden. Wir werden immer zwischendurch die Augen schließen, dann nach innen spüren, schauen, wie eine Bewegung oder eine Haltung sich anfühlt, sie von innen aufbauen, dann wieder die Augen öffnen. Wir werden auch Gleichgewichtssequenzen machen und mit dem Bereich zwischen den Augen arbeiten. Und als Einstieg in diese Praxis bitte ich dich, einen guten und gemütlichen Sitz auszusuchen. Und wenn du den gefunden hast, dann mach einmal den Raum zu erblicken, in dem du bist. Und dann ganz bewusst deine Augen zu schließen.
Dann sind die Augen zu. Dann ist ein großer Teil der Sinneseindrücke ausgeblendet. Aber trotzdem ist natürlich der Raum noch da, der uns umgibt. Ich möchte dich einladen, diesen Raum zu spüren oder auch zu fühlen. Und dir nochmal vorzustellen, vor deinem inneren Auge, wie der Raum aussieht, in dem du bist. Nochmal so eine innere Landkarte aufzubauen von den Dingen, die dich umgeben. Und dann von diesen äußeren Eindrücken mehr und mehr zurückzutreten und eine Art inneres Auge zu öffnen, das nach innen schaut, das dich wahrnimmt. Es kann den Sitz beobachten, es sieht die Auflagefläche des Beckens, es sieht, wie sich dein Körper aufrichtet. Kann der Atmung hinterher schauen. Es sieht die Einatemluft, die durch die Nase in die Lungen fließt, folgt diesem Weg der Luft in die Lungen und sieht, wie die Lungen sich von innen ausbreiten. Und es sieht, wie die Ausatmung wieder zurückfließt, begleitet sie von den Lungen bis durch die Nase nach außen. Und dann wieder mit der Einatmung nach innen. Warte also, wie du atmest. Und entspann dabei dein Gesicht, entspann die Kiefergelenke, die Zunge, entspann die Lippen, die sich sanft und liebevoll berühren dürfen, entspann deine Wangen und Ohren, auch deine Schläfen. Spür die Augenlider, die ganz weich und liebevoll sich schließen. Spür die Augen, die den Augenhöhlen ruhen. Und dann spür den Raum zwischen den Augen und stell dir vor, dass dieser Raum weit wird. Dieser Raum zwischen den Augen wird weit und entspannt. Die Stirn wird weich und glatt. Und der Raum hinter der Stirn wird weit. Da dieses innere Auge offen ist, kann es vielleicht auch die Chakras sehen, die wir bisher erfahren durften. Das Wurzelchakra, Muladhara, am Ende des Steißbeins, das im Augenblick diese Unterlage, auf der du sitzt, berührt. Dann darüber am Iliosakralbereich, also am Kreuzbeinbereich, das Wasserchakra, Svadhisthana, das uns die Lebendigkeit verleiht. Darüber im Solarplexus, im Bereich des Bauchraums,
Manipura Chakra, das Chakra des Feuers und der Energie, das uns den Antrieb verleiht für die Yoga-Praxis, aber auch für das, was uns im Leben erwartet. Es ist die Batterie, die uns die Energie schenkt. Und darüber im Raum des Herzens Anahata Chakra, das Chakra der Liebe, der Zuneigung, der Anerkennung. Und heute Anya Chakra, das Chakra zwischen den Augen, das Chakra der Intuition und Weisheit und geistigen Klarheit. Und vielleicht kann dieses innere Auge auch sehen, dass diese Chakras, die wir eben erfahren durften, dass sie übereinander gestapelt sind, von unten nach oben. Dass sie ausgerichtet sind übereinander. Und diese Chakra-Energien sich öffnen, Mooladhara, das Wurzelchakra, das dir immer wieder Halt gibt und dich einlädt anzukommen. So wie jetzt auch. Svadhisthana, das dir die Leichtigkeit und Lebendigkeit schenkt. Das kannst du spüren im Körper. Er ist lebendig, er ist frei und wird geatmet und schwingt mit. Manipura, die Kraft, die Energie, die uns leitet. Anahata, das Herz, das im Lebenstakt pulsiert. Und Anya Chakra, das Chakra der inneren Intuition. Und um damit etwas mehr in Verbindung zu kommen, bitte ich dich, die Hände vor dem Brustbein zueinander zu führen. Eventuell können die Daumen das Brustbein berühren. Und ich möchte dich bitten, den Kopf zu senken, sodass du mit den Fingerspitzen auch dieses dritte Auge berühren kannst. Vielleicht gibt es eine Intuition, die dich durch diese Praxis leitet. Etwas, das du dir schenken möchtest mit dieser Praxis. Ein Zustand, ein Gefühl, eine Erfahrung oder etwas anderes, das dich leitet durch diese Stunde. Und dann atme tiefer aus und öffne im Einatmen die Arme, bring sie über die Seite nach oben, über den Kopf. Ausatmen, bring die Hände zueinander, vor die Stirn, das dritte Auge, vor den Mund. Und vor das Herz. Und ein zweites Mal öffne die Arme im Einatmen nach oben und ausatmend bring die Hände Schritt für Schritt zurück zum Herzen. Erst vor das dritte Auge, dann vor den Mund, dann vor das Herz. Dann senk gern noch einmal den Kopf mit einer Verbeugung vor dir selbst. Und dann bitte ich dich mit dem Aufrichten die Augen wieder zu öffnen. Und noch einmal Namaste, willkommen. Ich möchte mit dir eine Praxis erfahren, die uns immer wieder in die inneren Welten bringt, die uns zum Spüren einlädt und in deren Mittelpunkt wir eine Balancehaltung heute erfahren werden. Denn das sind alles Elemente, die uns im Anya Chakra in der Yoga-Praxis ein offenes Auge, ein offenes drittes Auge schenken. Also Visualisierungsübungen, Übungen des Spürens und Wahrnehmens, Balanceübungen, Meditationen, die uns auch noch erwarten heute. Lass uns im Vierfüßler beginnen. Und wenn du hier im Vierfüßler bist, dann verbinde dich mit diesem inneren Auge. Du kannst gerne die äußeren Augen dafür schließen und einmal spüren, was an Bewegungsideen jetzt entstehen darf. Und oft ist es unser Kopf, der etwas will, der etwas macht oder machen soll, weil es diese Ansage dafür gibt oder weil es ein Ziel gibt. Es ist der Kopf, der uns durch die Bewegung leitet. Und selten ist es der Körper und das Gespür. Aber genau dafür gibt es Raum jetzt. Also spür, was dir gut tut. Das muss nicht logisch sein, es muss nicht die Frage entstehen, wie das aussieht oder ob das gut so ist, wie es ist, sondern es ist ein Gespür, ein Gefühl. Und du siehst diese Bewegung, die du machst, mit diesem inneren Auge. Und dann komm von hier ganz in Ruhe zum Kind. Senk dein Gesäß Richtung Fersen
Dann bring die Hände bitte nach hinten. Du kannst gerne die Knie etwas auseinanderführen dabei. Und dann leg deine Stirn zur Erde ab. Auch das Kind ist eine fantastische Haltung für das dritte Auge, denn im Moment berührt es die Erde unter dir. Und jetzt lade ich dich ein, mit dem Kopf kleine Bewegungen zu machen, um diesen Raum des dritten Auges ein bisschen zu massieren. Es kann nach rechts und links rollend sein oder vor und zurück rollend sein oder kreisend über diesem dritten Auge. Dann bring im Anschluss die Hände wieder nach vorn. Und komm mit einem runden Rücken nach oben in den Katzenbuckel. Dann fließt zum Pferderücken weiter. Und komm in den ersten nach unten schauenden Hund. Wir haben immer einen Eindruck oder eine Idee davon, wie dieser abwärts schauende Hund aussieht. Denn wir haben ihn schon x-mal gesehen bei anderen oder in Videos oder in Abbildungen. Wir wissen, wie er aussieht, aber das ist immer etwas von außen. Und ich möchte dich einladen, noch einmal die Augen zu schließen und mit Bewegungen zu justieren und diesen Hund aufzubauen. Also spür, welche Bewegungen dir gut tun, lass sie geschehen. Egal ob klein oder groß, langsam oder schnell. Egal ob es mal Bewegungen sind, die du immer machst oder noch nie gemacht hast. Einfach diesen Wünschen nach deines Körpers oder der Intuition, die genau weiß, welche Bewegungen jetzt gut sind und welche dich verwöhnen. Und dann lass diese Bewegungen kleiner und kleiner werden, bis am Ende eine Form entsteht. Ein für dich guter und wohlig ausgerichteter abwärts schauender Hund. Und dann nimm wahr, wo es Kraft braucht, wo es Dehnung braucht. Spür den Boden, den du berührst mit den Händen und Füßen. Wachst mit dem Becken zwischen diesen Flächen nach oben hoch in die Welt. Und dann öffne wieder die Augen und betrachte mal die Füße und Beine und dein Becken und die Arme und Hände. Und dann lass den Blick vorn zwischen den Händen und komme den Schultern nach vorn, den hohen Liegestütz und gleite in die Bauchlage. Senk die Knie, senk dein Brustbein, senk dein Becken zur Erde. Und dann räkel dich noch einmal am Boden. So wie es jetzt gut ist. Und reckel dich hoch in eine Rückbeuge. Und manchmal ist es der Kopf, der sagt, das muss jetzt nach oben gehen in den aufwärts schauenden Hund, während der Körper das gar nicht will. Und ich bitte dich zu spüren, was mag dein Körper jetzt? Ist es hier diese Kobra, in der ich jetzt bin? Sind die unteren Rippen am Boden? Oder ist es tatsächlich der aufwärts schauende Hund? Oder merkst du, ach, lieber nicht, ich komme nochmal zurück in die Kobra. Und dann schwing dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann schau wieder Richtung Hände und manchmal entsteht der Wunsch, nach vorn zu krabbeln, zu laufen oder zu springen. Mach das, was dir gut ist und komm mit den Füßen nach vorn. Eine ganz weiche Vorbeuge, lass dich nach unten schmelzen. Dann eine halbe Vorbeuge, streck den Rücken nach vorn, streck den Scheitel nach vorn und stütz dich auf die Oberschenkel, komm in die Hocke nach oben und finde hier Bewegungen. Weniger über einen Kopf, der fragt, was er tun soll, mehr über den Körper, der weiß, was gut ist und was er machen möchte. Und dann räkel dich nach oben in den Stand, drück den Boden nach unten und komm hier an. Und kannst du gerne die Augen nochmal schließen. Manchmal ist es gar nicht so einfach, diesen Stand aufzubauen, wenn die Augen geschlossen sind. Manchmal ist das Gleichgewicht nicht da, manchmal justierst du nach oder musst ja, nochmal den Stand aufbauen, dann mach das. Es ist ganz egal, ob du jetzt ruhig stehst oder lebendig oder ob du dich bewegst. Schließ die Augen und spür den Stand. Spür die Füße, die Auflageflächen der Füße, deine Beine, deinen Beckenraum mit Muladhara Chakra, dann den Bereich der Hüften und Kreuzbandbereich mit Svadhisthana Chakra. Im Bauchraum mit Manipura Chakra. Spür den Raum im Brustkorb, auch dein Herzbereich
Spür, wie es schlägt in Anahata Chakra. Und dann spür zum dritten Auge den Raum zwischen den tatsächlichen Augen. Und stell dir wieder vor, dass diese Chakras übereinander orientiert sind. Und wenn die Atmung fließt, dann werden diese Chakras genährt, dann werden sie durchströmt mit der Atemenergie. Und dann öffne bitte wieder die äußeren Augen und bring die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Wir gehen in eine kleine, sanfte Sonnengrußpraxis. Beug dir für die Knie etwas an, tauch einatmend mit den Fingern zu den Knien, komm über vorn nach oben, streck dich ganz lang, öffne die Arme im Ausatmen, beug die Knie und verneig dich nach unten. Atme ein in die halbe Vorbeuge, streck den Rücken lang nach vorn, atme aus mit einem ganz weichen Oberkörper, schmelz nach unten. Einatmend den rechten Fuß weit nach hinten setzen, Becken tiefer, Blick nach vorn, ausatmen, linker Fuß nach hinten zum Hund. Der Blick Richtung Becken oder Beine, einatmend in den Katzenbuckel gleiten, zum Pferderücken fließen, mit dem Blick nach vorn, ausatmend zum Kind antauchen, die Stirn Richtung Erde. Einatmend, komm hoch in den Katzenbuckel und Pferderücken, ausatmend zum abwärts schauenden Hund, einatmend in den hohen Liegestütz, ausatmend in den tiefen Liegestütz und die Bauchlage. Einatmend in eine für dich gute Rückbeuge, ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmend, schwing den rechten Fuß nach vorn, den Blick nach vorn, ausatmend den linken Fuß mitnehmen, die Vorbeuge, Blick Richtung Becken oder Beine. Einatmend in die halbe Vorbeuge strecken, den Blick lang nach vorn, ausatmend in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmend, über die Hocke nach oben kommen, gerne den Blick nach oben bringen Richtung Himmel. Ausatmen, die Hände zum Raum des Herzens. Die zweite Runde. Einatmen, Knie etwas beugen, eintauchen, über Form wieder nach oben strecken. Den Blick gern nach oben nehmen. Ausatmen, in die Vorbeuge entspannen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge lang werden. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge weich eintauchen. Einatmen, den linken Fuß weit nach hinten. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten zum Hund. Streck dich hoch. Einatmend in den Katzenbuckel, dann der Pferderücken, ausatmend das Kind. Einatmend nach oben in den Katzenbuckel, zum Pferderücken, ausatmend zum abwärts schauenden Hund. Einatmend in den Liegestütz, ausatmend die Bauchlage. Einatmend in die Rückenbeuge auftauchen, ausatmend in den abwärts schauenden Hund kommen. Einatmend, den linken Fuß nach vorn setzen. Ausatmend, den rechten Fuß nach vorn nehmen für die Vorbeuge. Ganz weich eintauchen. Einatmend, in die halbe Vorbeuge lang werden. Ausatmend, in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmend, über die Hocke nach oben streben. Den Blick wieder nach oben bringen. Ausatmend, die Hände zum Herzen führen. Einatmend, Knie beugen. Über vorn hochwachsen. Spür den Boden und drück dich davon weg. Ausatmend, verbeug dich zum Boden. Einatmend in die halbe Vorbeuge. Ausatmend in die ganze Vorbeuge zurückkommen. Einatmend den rechten Fuß nach hinten. Ausatmend den linken Fuß nach hinten zum Hund. Die Hände in den Boden drücken, Becken hochschieben, Fersen senken. Einatmend in den Katzenbuckel. Eine Welle zum Pferderücken. Ausatmend zum Kind. Einatmend nach oben. Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Wieder die Hände und Füße in den Boden und mit dem Becken hochstrecken. Einatmen zum Liegestütz. Ausatmen, die Ellenbogen nah an den Körper bringen. In die Bauchlage. Einatmen in die Rückbeuge. Becken etwas einrollen. Schultern zurückrollen. Heb dich hoch. Ausatmen, schieb dich zurück in den Hund. Einatmen, setz den rechten Fuß nach vorn. Heb den Blick, senk dein Becken. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Knie leicht beugen oder langsam mehr strecken. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmen über die Hocke nach oben. Ausatmen die Hände zum Herzen. Eine Runde noch. Einatmen, Knie etwas beugen. Über vorn aufrichten.
Ausatmen zur Erde verneigen. Einatmen nach vorn streben, während die Beine lang werden. Ausatmen in die Vorbeuge zurück entspannen. Einatmen links nach hinten. Ausatmen rechts nach hinten zum Hund. Einatmen in den Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben in den Katzenbuckel, dann den Pferderücken. Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen in den hohen Liegestütz glatten, mit ganz lang zwischen Fersen und Scheitel. Ausatmen in die Bauchlage, kommen Ellenbogen an den Körper. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurückrollen, nach oben kommen. Ausatmen, zurück in den abwärtsschauenden Hund. Und dann verweil hier einen Moment. Du kannst gern die Augen wieder schließen, wenn du möchtest. Und einmal wahrnehmen, welche Bewegungen jetzt gut tun. Und diese Bewegungen entstehen lassen. Weniger denken, mehr fühlen und spüren. Dann finde wieder eine Form. Lass die Bewegung also ausklingen. Beobachte, wo du dich streckst, mit diesem inneren Blick. Wo kann noch mehr Länge entstehen, noch mehr Weite, noch mehr Dehnung? Und wo sind Atemräume? Beobachte sie auch. Beobachte, wie du atmest. Dann lass den Kopf ganz locker sich bewegen. Ja und Nein schütteln. Lass ihn dann ausschwingen. Entspannen die Kiefergelenke, die Augen, den Raum zwischen den Augen, die Stirn. Und komm wieder zurück in den Katzenbuckel, den Pferderücken und das Kind. Und dann kannst du die Hände gern wieder vorne lassen oder nach hinten bringen, Richtung Füße. Die Stirn ablegen, dieses dritte Auge mit dem Boden verbinden und immer noch den Blick nach innen öffnen. Beobachte diese Haltung. Wie geht's den Beinen, dem Becken? Beobachte die Weite des Rückens und wie die Atmung durch den Rücken strömt. Beobachte den Atemfluss. Und dann bring die Hände wieder nach vorn. Streck dich in diesem Moment, in diesem Asana. Lass dafür dein Gesäß zurücksinken Richtung Fersen. Krabbel mit den Händen nach vorn. Beobachte die Weite deiner Flanken. Beobachte die Atmung. Nimm die Einatmung wahr und komm mit ihr hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken und mit der Ausatmung zum abwärtsschauenden Hund. Und dann heb dein rechtes Bein nach oben. Dreh die rechte Hüfte über die linke auf. Dein rechter Fuß zeigt nach rechts. Drück die Hände nach unten. Heb dein rechtes Bein ein bisschen höher und lass die linke Ferse tiefer sinken. Und jetzt wende den Kopf, schau unter der rechten Achsel zur Seite weg und schließ die Augen. Beobachte einmal diese innere Haltung. Wo ist die Weite? Wo kannst du sie vertiefen, diese Weite? Wo ist die Kraft? Wo kannst du sie verstärken? Wo ist die Atmung? Wo kannst du sie vertiefen? Dann öffne die Augen, schau Richtung Hände und schwing den rechten Fuß nach vorn. Gut, dann schau die rechten Zehen an, heb sie nach oben. Beobachte die Auflageflächen der Füße, beobachte auch dein Innengewölbe, das sich hochhebt und der Innenknöchel, der nach oben hebt. Und dann fächer die Zehen auf und senk sie sanft zurück zur Erde. Jetzt dreh dein hinteres Bein auswärts, sodass deine Ferse sich nach innen setzt. Dann stütz dich über dein rechtes Knie nach oben. Komm nach oben und bring die Hände an die Hüfte. Wir gehen jetzt in den ersten Helden und lassen das hintere Bein auswärts rotiert. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass diese Schrittstellung sehr weit ist, dann mach sie ein bisschen kleiner.
Und da geht das hintere Bein so, dass es nicht ganz nach außen zeigt, sondern etwas einwärts dreht, also schräg nach vorn zeigt. Dann integriere die Außenkante des Fußes, auch die Außenferse des hinteren Fußes in den Boden. Streck dein hinteres Knie, zieh die Innenseite des Oberschenkels nach hinten weg. Und dann schau zum rechten Bein, beug dein rechtes Knie. Vielleicht über den Fuß, vielleicht nicht ganz, vielleicht weiter über den Fuß hinaus. Das, also vor, zurück ist gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass das Knie nicht nach innen sinkt. Also orientiere es über den Fuß. Dann bring die Hände an die Hüfte und orientiere deine linke Hüfte etwas mehr nach vorn. Die linke Hüfte kommt schräg nach vorn. Dann richte dich auf. Und schließ für einen Moment die Augen. Lass uns von dieser Technik wieder zurücktreten, ja, wie diese Haltung aussehen soll und was du technisch dafür machen könntest. Spür diese Haltung. Spür noch einmal die Füße. Dein hinteres Bein, das sich streckt und einwärts dreht. Die linke Hüfte, die nach vorn möchte. Spür die rechte Hüfte, die eher nach hinten möchte. Dein rechtes Knie, das sich beugt. Den rechten Fuß, der dir Halt gibt. Nimm deinen Beckenraum wahr, schließ den Beckenboden und beginn dich von dort wieder aufzurichten. Lass den Brustkorb leicht werden, lass ihn hochschweben. Und beobachte, wie du atmest. Beobachte mit diesem inneren Auge den Atemfluss. Und dann öffne die Augen wieder nach außen. Winkel die Arme nach vorn und leg den rechten Ellenbogen in oder über die linke Ellenbeuge. Bring je nach Möglichkeit die Handrücken näher oder verschraube die Unterarme, sodass du die Handinnenflächen greifen kannst. Und wenn es möglich ist, dann bring einen oder beide Daumen an das dritte Auge. Dann schließ die äußeren Augen wieder und spür diesen Kontakt der Daumen an das dritte Auge. Und mit diesem Kontakt bitte ich dich, dich ein bisschen nach hinten anzulehnen, eine kleine Rückbeuge zu machen. Beobachte für dich, wie weit es gut ist, wie weit du gehst, wo du ankommst. Beobachte, was geschieht mit dieser Haltung, mit dem Körpergefühl. Und dann ist die Einatmung und richte dich nach oben auf. Lass den Brustkorb aufsteigen. Vielleicht die Ellenbogen etwas mehr nach oben Richtung Himmel. Nutz die Ausatmung und finde Halt. Schließ den Beckenboden. Und lehn dich ein wenig weiter zurück. Und lass es atmen. Manchmal tauchen da Gedanken auf, wie ist das so, wie ich das mache, gut? Ist es richtig? Soll ich das so tun? Was machen andere? Löse dich von diesen Gedanken. Das ist alles aus dem Kopf. Komm in den Körper. Was mag er? Wie mag er sich justieren? Wo mag er bewegen? Wo mag er verändern? Wo mag er bleiben? Wie geht's ihm? Dann bitte ich dich, die Augen wieder zu öffnen, mal zu sehen, wo du jetzt bist und wieder zurückzukommen. Die Arme wieder aufzufächern, atmend mit einem Bogen die Arme nach oben bringen, über den Kopf. Schau gern nach oben, wenn du magst. Ausatmend, bring die Hände zurück zur Erde. Stell den hinteren Fuß auf und schwing dich zurück in den Hund. Einatmend in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmend zum Kind und wieder zurück zur Erde mit dem dritten Auge. Einatmend, komm hoch in den Katzenbuckel, fließ weiter zum Pferderücken. Ausatmend, kommt zum abwärts schauenden Hund nach oben. Einatmend zum Liegestütz. Ausatmend zur Bauchlage. Einatmend zur Rückbeuge, die dir im Moment gut ist. Ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann heb dein linkes Bein nach oben hoch. Dreh die linke Hüfte über die rechte, sodass der linke Fuß nach außen zeigt. Dann schau zur rechten Ferse und senk sie ein wenig tiefer. Dann dreh den Kopf unter der Achsel nach links, der Blick nach links. Und dann schließ die Augen. Beobachte, wo kannst du dich strecken? Wo kannst du wachsen?
Wo ist der Boden? Wo ist der Himmel? Du bist zwischendrin. Heb dein hinteres Bein, dein oberes Bein etwas höher und senk die rechte Ferse etwas tiefer. Und beobachte die Atmung. Wohin fließt sie? Welche Atemräume sind da? Dann öffne die Augen wieder. Schau nach vorn Richtung Hände und schwing den Fuß nach vorn. Gut, linke Fuß, heb die Zehen bitte. Spür und beobachte die Auflagefläche des Fußes und das Heben des Innengewölbes. Auch das Heben des Innenknöchels. Lass es gehoben und aufgerichtet und senk die Zehen zurück. Dann schau zum hinteren Bein, dreh es auswärts und senk die Ferse nach innen. Jetzt stütz dich auf den Oberschenkel und komm langsam nach oben hoch. In Richtung des ersten Helden. Noch einmal der Blick nach hinten, hinteres Bein auswärts drehen, aber so, dass der Fuß etwas nach vorn zeigt. Streck dein hinteres Bein und dreh die Innenseite des Oberschenkels nach hinten weg und drück dafür die Außenferse zum Boden. Dann schau zum vorderen Fuß, einmal die Zehen entspannen, Knie ein bisschen mehr beugen oder ein bisschen weniger, je nachdem, wie weit du gehst. Auch hier ist die Ausrichtung vor und zurück, also beugen und strecken nicht so wichtig wie die Ausrichtung von innen und außen. Wenn du siehst, dein Knie fällt nach innen, dann bring es über den Fuß zurück. Die Hände an die Taille, rechte Hüfte strebt nach vorn, linke etwas zurück. Oberkörper richtet sich auf, Schultern sind entspannt, Nacken lang, Gesicht entspannt. Und wenn du soweit bist, dann schließ die Augen. Und lass uns von dieser Vorstellung, dass es alles technisch ist und es ist ja auch wichtig und gut, uns gut auszurichten, um gesund durch diese Praxis zu kommen. Aber es ist nur ein Aspekt, lass uns davon loslassen und mal zum Spüren des Körpers kommen. Spür einmal die Füße, besonders im hinteren Fuß, die Auflagefläche, auch die Außenkante. Spür dein hinteres Bein, wie es gestreckt ist. Die Innenseite des rechten Oberschenkels nach hinten wegschiebt. Und nimm über die Hüfte deinen linken Oberschenkel wahr. Linkes Knie, vielleicht noch ein bisschen beugen oder ein bisschen mehr strecken. Je nachdem, wie es gut ist, spür den linken Fuß. Dann schließ den Beckenboden und richte dich auf. Lass die Flanken aufsteigen. Entspann die Schultern, den Nacken. Dein Gesicht, den Raum zwischen den Augen und die Stirn. Du kannst die Augen gerne geschlossen lassen, wenn du die Arme nach vorn bringst und anwinkelst, den linken Ellenbogen über den rechten orientierst. Bring entweder die Handrücken oder die Handinnenflächen näher zueinander und führ einen oder beide Daumen zum dritten Auge. Spüre den Kontakt. Und atme. Und dann heb mit dem Einatmen die Ellenbogen sanft nach oben. Da gehst du automatisch in eine kleine Rückbeuge. Finde Halt im Ausatmen. Einatmen, trag deinen Herzraum nach oben, heb die Ellenbogen an. Und ausatmen, lehn dich sanft weiter zurück. Und dann beobachte, wie weit du gehst, wo du ankommen möchtest, wo es sich gut anfühlt. Ohne das zu hinterfragen und daran zu denken, wie es aussieht, ob das genauso aussieht wie auf der einen Seite auch oder wie es aussehen soll. Es ist alles nicht so wichtig. Wichtiger ist das Gefühl. Ist es gut, ist es schön? Magst du ein bisschen zurückkommen, wenn es sehr viel ist? Magst du weiter in diese Rückbeuge eintauchen, wenn du mehr möchtest? Und wo kannst du atmen? Und dann bitte ich dich, die Augen langsam wieder zu öffnen. Nicht zu wundern, wo du jetzt bist, es anzunehmen, dich dran zu erfreuen,
und langsam wieder aufzurichten. Dann breite die Arme einatmen zur Seite aus, bringe sie hoch über den Kopf. Ausatmen, bring die Hände nach unten zur Erde. Hinteren Fuß aufstellen, einen Schritt zurück in den Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, komm in den Liegestütz. Ausatmen in die Bauchlage. Einatmen, eine neue schöne Rückbeuge. Ausatmen, zurück in den Hund. Nun schau Richtung Hände. Lauf, spring oder wander nach vorn Richtung Hände. Atme ein in die halbe Vorbeuge. Atme aus in die ganze Vorbeuge. Einatmen, über die Hocke aufrichten. Drück den Boden weg, spann die Oberschenkel an. Öffne die Arme nach oben und ausatmen, bring die Hände zum Raum des Herzens. Und dann komm hier an im Stehen. Und schließ die Augen. Und dann nimm wahr, wie sich dieser Stand jetzt anfühlt. Wie du mit den Füßen die Unterlage berührst. Gibt es da einen Unterschied zwischen den Seiten? Ist eine Seite mit mehr Gewicht als die andere oder ist die Rückseite, also Ferse, mehr gewichtet als die Zehenballen? Beobachte einfach, wie du stehst. Findest du eine Mitte, an der rechter und linker Fuß gleichgewichtet ist, so wie hinten und vorn gleichgewichtet ist? Oder findet sich diese Mitte im Moment nicht so wirklich? Und spür deine Beine, Hüftgelenk und Becken, den Bauchraum, den Brustkorb, die Schultern, die Arme und Hände. Streichelt mit dem inneren Blick weiter nach oben entlang in den Nackenbereich, Hinterhaupt, Scheitel und Gesicht. Du kannst jetzt, wenn wir in Vrikshasana kommen, in den Baum die Augen gerne geschlossen lassen, nicht nur in dieser Haltung, auch auf dem Weg dahin. Oder natürlich, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Halt und Stabilität oder auch Klarheit in der Ausrichtung, dann kannst du immer die Augen auch öffnen. Dann spür nochmal die Füße und verlage Gewicht auf den linken Fuß. Drück den deutlicher in die Erde und schau, dass diese Auflagefläche groß wird, die der Fuß jetzt macht. Dann winkel dein rechtes Knie. Dreh das rechte Bein auswärts, das Knie zeigt nach rechts und stütze erstmal die Ferse am linken Innenknöchel ab. Wenn du das Gefühl hast, da ist ganz viel Halt und Sicherheit, dann kannst du den Fuß auch höher ziehen an das Standbein heran. Und wenn du das Gefühl hast, dass es heute schöner ist, den Fuß am Boden zu lassen, dann lass ihn am Boden. Wenn dein Kopf sagt, hey, das schaffst du, zeig mal, was du kannst und nimm den Fuß hoch, dann löst dich von diesem Gedanken und bleib beim Körper. Es ist nicht der Kopf, der dich leitet in dieser Praxis, es ist dein Körpergefühl. Drück den linken Fuß in die Erde, spann die linken Beinmuskeln an, heb deine rechte Hüfte ein bisschen höher, dann saugt sich die linke Hüfte in dein Becken, schließ den Beckenboden und dann richte die Chakras aus, übereinander, Beckenboden, Bauchraum, Herzraum, drittes Auge. Du kannst die Hände gern zur Seite bringen für noch mehr Halt. Die Hände vor dem Herz zusammenbringen, wenn du möchtest. Oder die Arme nach oben in die Welt strecken. Je nachdem. Und das machst du. Das ist deine Haltung. Mach das für dich. Beobachte, es ist heute ein Tag, in dem es leicht fällt, wie ein Baum zu stehen. Oder es ist ein Tag, der sehr stürmisch ist. Nimm es an. Dich zu ärgern, das bringt nichts. Das unterstütze ich nicht in dieser Haltung. Die Gedanken
loszulassen. Annehmen, was ist, es hilft dir in dieser Haltung. Und dann löse wieder auf, bring die Hände zurück zum Herzen, dann zur Seite und dann stell den rechten Fuß wieder zurück. Beobachte das linke und rechte Standbein, diese Unterschiede. Und wenn du Bewegungen machen möchtest, dann lass sie entstehen. Komm wieder zu einem gut ausgerichteten Stand zurück. Integriere beide Füße in die Unterlage. Du kannst die Augen gerne schließen, geschlossen lassen oder zwischendurch mal öffnen. Spür den rechten Fuß, verlage Gewicht dorthin. Beobachte mit diesem inneren Blick, dass diese Auflagefläche größer wird, die der Fuß hat. Stell dir vor, du lässt Wurzeln um dich herum in den Boden wachsen. Dann winkel dein linkes Knie, dreh das linke Bein auswärts, Knie zeigt nach außen. Stell zunächst die Ferse am rechten Innenknöchel auf. Und dann nimm diese Seite wahr, auch um also liebevoll zu schauen, ob das ein ähnliches Gefühl ist wie auf der einen Seite oder ob es Unterschiede gibt zwischen links und rechts. Meist gibt es Unterschiede, dann nimm sie an. Vielleicht ist die Seite jetzt leichter, vielleicht ist sie herausfordernder. Das ist nun mal so. Spann die Beinmuskeln im rechten Bein an und drück den Fuß noch einmal in die Erde. Heb deine linke Hüfte hoch, schließ den Beckenboden. Du kannst die Ferse am Innenknöchel belassen oder wenn du das Gefühl hast, das ist eine gute Seite, eine gute Möglichkeit, den Fuß auch mal höher zu ziehen, dann zieh ihn höher. Wenn nicht, dann lass ihn am Boden. Bring die Hände entweder zum Herzen, zur Seite, nach außen oder nach oben, Richtung Himmel. Und du kannst dir vorstellen, dass du mit dem inneren Auge nicht nur dich wahrnimmst, sondern auch mit den beiden Augen, die im Moment geschlossen sind, einen imaginären Punkt in der Ferne anschaust. Ein Punkt, der ganz ruhig ist und der dir Halt gibt. Atme und wachse. Und beobachte. Und dann löse wieder auf. Komm zurück in den Stand. Und lass die Augen gern geschlossen und beobachte die beiden Seiten, rechte Seite und linke Seite. Oft ist ein sehr deutlicher Unterschied. Ist die rechte Seite kraftvoller oder wärmer oder gespannter oder kribbelnder als die linke? Und dann, wenn du Bewegungen magst, dann lass sie entstehen. Dich dann langsam die Augen wieder zu öffnen. Und wir gehen den Weg im Sonnengruß zurück bis zum Kind. Komm dafür, wenn du das nicht mehr bist, an den vorderen Teil deiner Unterlage. Bring die Hände vor das Herz und atme aus und atme ein, beug die Knie, tauch mit den Händen dort ein und überfahren hoch in die Welt. Atme aus und verbeug dich nach unten. Einatmend in die halbe Vorbeuge kommen. Ausatmen in die ganze Vorbeuge entspannen. Und dann verweile hier einen Moment. Du kannst gerne die Augen wieder schließen. Gerne Bewegungen entstehen lassen, die dich verwöhnen. Das können die Füße sein. Mal die Zehen heben und senken und krallen oder aus- und einwärts rollen auf den Fuß, auf den Fußsohlen. Können die Beine sein. Eins beugen und eins mehr strecken. Kann der Oberkörper sein, der schwingt und federt, die Arme, die ganz locker baumeln, der Kopf, der mitschwingt. Lass dich in eine für dich schöne Vorbeuge hineinschmelzen und komm da an und lass die Bewegung ausklingen. Dann setz den linken Fuß einen großen Schritt zurück und komm mit dem rechten Fuß nach hinten in den Hund.
Einatmend in den hohen Liegestütz, ausatmend zum tiefen Liegestütz, einatmend in die Rückbeuge, ausatmend in den abwärts schauenden Hund, einatmend in den Katzenbuckel und Pferderücken, ausatmend zum Kind. Und dann bleib hier. Bring einmal die Hände nach hinten, öffne die Knie ein wenig. Senk dein drittes Auge zur Erde und massier es mit kleinen, sanften Bewegungen. Und dann bring die Hände bitte nach vorn, mache eine Faust mit den Händen. Lass die Daumen aufgerichtet und jetzt leg deine Nasenwurzel, das ist der Übergang der Nase zur Stirn, auf die Daumen bitte auf. Und wenn du magst, dann schließ die Augen. Und spür diesen Kontakt der Daumen zur Nasenwurzel und zur Stirn und zum dritten Auge. Manchmal entsteht mit diesem Kontakt und mit diesem Druck ein Gefühl, dass der Kopf freier wird. Dass sich ein innerer Druck auflöst oder etwas mehr Klarheit entsteht. Ich bitte dich jetzt, dich langsam in den Sitz aufzurichten. Komm dann bitte zum langen Sitz. Bring die Beine nach vorn. Lass dein linkes Bein ausgestreckt und stell den rechten Fuß auf. Das kann innen oder außen am Standbein sein, je nachdem. Bring die linke Hand an oder um das rechte Knie. Mach mit dem rechten Arm einen Bogen nach hinten, stütz dich dort auf. Lass dein Becken schwer werden und jetzt dreh dich nach rechts. Und dann schließ die Augen und denk wieder nicht von dieser äußeren Form, was das jetzt soll, welche Haltung gut ist, wie weit du gehen sollst, um zu zeigen, was du kannst, ob das so richtig ist oder nicht. Löse dich von diesen Fragen des Kopfes und Verstandes. Spüren die Intuition. Ist es intuitiv gut? Oder magst du was verändern, damit es intuitiv besser wird? Damit du dich wohlfühlst? Dann blick der Atmung und dem Atemfluss nach. Und beobachte mit diesem inneren Auge, dass die Ausatmung dir hilft, um in die Drehung zu schmelzen. Und die Einatmung dir hilft, um dich aufzurichten. Ausatmen, entspannen in die Drehung. Einatmen, aufrichten und wachsen. Und dann stapel wieder die Chakras übereinander. Vom Steißbein zum Beckenbereich, zum Bauchraum, zum Herzraum, zum dritten Auge, da wo du vielleicht noch die Berührung der Daumen spürst, da wo wir eben im Kind mit den Daumen diese Fläche berührten. Richte das übereinander. Und dann lass die Atmung auch innerlich in diese Chakras strömen.
komm aus der Drehung wieder zurück nach vorn. Zweite Seite, leg dein rechtes Bein ab, stell den linken Fuß auf, innen oder außen, am abgelegten rechten Bein, je nach Wunsch. Rechte Hand oder Unterarm um das Knie, linke Arm nach hinten, dann dreh dich sanft nach links und schließ die Augen. Denk wieder weniger an eine äußere Form oder an die Perfektion dieser Haltung. Spür nach innen, schau nach innen, sieh den Beckenraum. Lass dein Becken dort tiefer hineinsinken. Stell dir vor, du kannst die Wirbelsäule sehen, wie sie sich hier verschraubt. Den Oberkörper, der sich verwringt nach links und sich in diesem Verwringen aufrichtet. Dann richte es innerlich so an, dass vom Gefühl diese Chakra-Punkte übereinander orientiert sind. Weiter die Atmung. Manchmal ist es ein Gefühl, dass die Ausatmung nach unten fließt, Chakra für Chakra nach unten bis zur Erde. Und dieses nach unten Ausatmen, das kann dich in diese Drehung entspannen. Und die Einatmung, die strömt nach oben von der Erde durch die Chakras hindurch bis zum dritten Auge. Und das richtet dich dabei innerlich auf. Eine Energie, die dich wachsen lässt. Dann komm bitte auch hier wieder zurück nach vorn. Und such dir einen bequemen Sitz. Wir bleiben jetzt mehrere Minuten wahrscheinlich bis zum Ausklang der Stunde im Sitzen. Und das wird gemütlicher, wenn du dich höher setzt, also wenn du den Boden ranholst. Das kann eine Sitzunterlage sein, dickes Sitzkissen, Deckenrollen oder ein Stuhl oder Hocker oder das, was für dich passt. Ich möchte mit dir nach der körperlichen Praxis jetzt eine Übung machen für die Augen, denn auch der Bereich der Augen steht natürlich im Mittelpunkt dieses Chakras, also unserer beiden Augen, die wir tatsächlich haben. Wir werden sie mobilisieren und entspannen und danach die Wechselatmung machen und danach eine kleine Meditation. Gut, und die Augen, wenn wir sie mobilisieren und bewegen, dann ist es oft eine Wohltat, denn tatsächlich sind wir im Alltag eher am Bildschirm beispielsweise oder am Rechner oder an einer Arbeit, in der die Augen sehr schnell ermüden. Das liegt zum großen Teil daran, dass wir immer auf die gleiche Entfernung blicken, also beispielsweise ein Monitor. Der wechselt ja nicht die Entfernung, der ist mal nicht ganz weit weg oder nicht mal ganz nah oder mal links und rechts, er ist immer da, wo er ist. Und wir haben oft immer den gleichen Abstand zum Monitor oder eben zu der Unterlage, auf der wir arbeiten oder mit den Dingen, mit denen wir arbeiten. Und das ist auf die Dauer für die Augen sehr ermüdend, da die Stellmuskulatur, die die Augäpfel bewegen können, immer genau auf eine Art und Weise ausgerichtet sein muss. Und sehr selten bewegen sich die Augen. Ja, wir schauen mal sehr selten nach links, rechts, oben, unten oder ganz in die Ferne oder ganz nah heran. Das würde die Augäpfel bewegen und die Stellmuskeln der Augen wieder mobilisieren. Aber das machen wir im Alltag sehr selten. Und daher haben wir sehr oft sehr müde Augen. Ja, die werden dann trocken und tränen und sind schwer und alles ist irgendwie angespannt. Und ich möchte mit dir eine Übung machen. Das ist eine ganz einfache Übung, wie wir die Augen erfrischen. Und diese Technik heißt Trataka.
Du kannst das gerne mitmachen, so wie du dich wohlfühlst. Wenn dir schwindlig wird, wenn du einen Tunnelblick bekommst, wenn die Atmung stockt oder irgendwas nicht mehr für dich passt, dann steig einfach aus, denn es ist kein Zwang, das mitzumachen. Wenn du eine Brille hast, du kannst sie auch gern ablegen. Das ist kein Problem, musst nicht viel sehen, außer deine eigene Hand. Und ja, dann richte dich nochmal gut und bequem bitte ein und lass die Augen auf. Ein angenehmer, aufgerichteter Sitz, lebendig, durchlässig und auch gut geerdet. Entspann die Schultern. Jetzt bitte ich dich einfach, die linke Hand nach vorn zu bringen, den linken Arm auszustrecken und den Daumen nach oben zu orientieren. Linker Daumen nach oben und der Arm ganz gestreckt. Und jetzt schau bitte auf den linken Daumennagel. Einfach den Daumennagel fixieren mit dem Blick. Schulter-Nackenbereich entspannen, Gesicht entspannen, den Raum zwischen den Augen entspannen und atmen. Und dann lassen wir die folgenden Übungen bitte den Kopf genau so, wie er jetzt ist, nach vorn ausgerichtet. Das heißt, der Kopf dreht sich nicht und wendet sich nicht und kippt nicht und neigt nicht, der bleibt genau, wie er ist. Wir machen nur mit den Augen weiter, immer noch den Daumen fixieren und jetzt bitte ich dich, den linken Arm langsam nach links zu bringen. Und du lässt den Kopf nach vorn und folgst nur mit den Augen dem Daumen. Der Arm weiter nach links, die Augen folgen dem Daumen, der Blick nach vorn, also das Gesicht nach vorn. Und atmen. Dann beobachte, wie weit du den Daumen nach außen, also den Arm nach außen bringen kannst, wie weit du den Daumen noch siehst, bis zum Ende des Gesichts und Blickfeldes und atmen und das Gesicht nach vorn orientieren. Atmen und dann langsam wieder zurück. Gesicht entspannen und atmen. Irgendwann wird der Daumen wieder scharf, da hast du mit beiden Augen wieder den Fokus. Und beende, wenn die Hand wieder nach vorn ausgestreckt ist. Nimm die rechte Hand dazu, den rechten Daumen dazu, wechsel zum rechten Daumen und senk den linken Arm. Gleiches nach rechts, ganz langsam den gestreckten Arm nach rechts. Das Gesichtsfeld zeigt weiter nach vorn, der Kopf bewegt sich nicht. Und die Augen folgen dem Daumen. Und dann kommt bald ein Punkt, da wird der Daumen unscharf, weil nur noch das rechte Auge den Daumen sehen kann. Mach da weiter, atme und bring ganz in Ruhe den Arm so weit nach rechts, bis ans Ende des Blickfeldes, da wo du ihn noch siehst, gerade so. Schulternacken entspannen, Gesicht entspannen, atmen. Und wenn du im Maximum bist, dann komm langsam wieder zurück. Immer noch atmen. Dann wird es irgendwann wieder angenehmer, dann wird der Daumen scharf, wenn auch das linke Auge ihn wieder sehen kann. Wenn du davon angekommen bist, dann atme durch und bring den linken Arm dazu. Der linke Daumen nach oben. Blick auf den linken Daumen, rechten Arm senken. Jetzt drehe den Arm etwas einwärts, dann zeigt der Daumen nach rechts. Kopf ganz entspannt, abgelegt auf dem Halsbereich. Gesicht entspannt, Blick fällt nach vorn zum Daumen, Gesichtsfeld nach vorn. Jetzt langsam den Arm heben. Nicht den Kopf heben, nur den Blick heben und atmen, den Daumen fixieren, bis er am Blickfeld angekommen ist. Nicht den Kopf heben, aber atmen und wieder zurück.
bis zur Mitte, also ungefähr eine Nasenspitze. Dann nach unten. Denk dran, nicht den Kopf senken, nur den Blick. Mit dem Daumen fixieren. Bis zum unteren Ende des Blickfeldes. Und dann langsam wieder nach oben. Und atmen. Wenn du in der Mitte angekommen bist, auf Höhe der Nasenspitze, dann dreh den Daumen wieder nach oben. Wechsel nochmal nach rechts, rechte Hand dazu. Rechter Daumen fixieren, linke Hand senken. Und jetzt ziehst du ganz in Ruhe, ganz langsam den Daumen Richtung Nase. Ganz langsam und immer auf den Daumen schauen. Atmen. Den Daumennagel fixieren. Bis du in der Nasenspitze ankommst. Atmen, auch wenn der Blick sich kreuzt, atmen. Und wieder nach vorn bringen. Und bis der Arm wieder lang ist. Ein letztes Mal der Wechsel, linker Arm dazu, Daumen nach oben, rechten Arm senken. Und jetzt für den Daumen zum dritten Auge. Also zum Raum zwischen den Augen und atmen. Und atmen, dann kreuzt der Blick sich oben, ein komisches Gefühl, bleib da, atme. Und wenn der Daumen angekommen ist, dann schließ die Augen. Wenn die Augen geschlossen sind, dann senk den linken Arm zurück in eine angenehme Position. Stell dir immer noch vor, dass du Richtung drittes Auge schaust, mit diesem Blick nach oben, Richtung Stirn, an Fläche zwischen den Augen, an der Stirn und atmen und jetzt reib deine Hände bitte warm und noch ein bisschen wärmer und noch wärmer. Und dann bring die warmen Hände wie Schalen an die Augen, als würdest du Schalen formen. Und jetzt entspann den Blick. Stell dir vor, du schaust mit einem inneren Blick ganz weit in die Ferne, nach vorn, in die Weite. Und dann bitte ich dich, mit den Händen ganz sanft die Stirn zu massieren, das dritte Auge zu massieren. Auch einmal den Raum um die Augen herum zu massieren. Die Augenbrauen, auch die Schläfen. Das Jochbein. Und dann die Augen langsam wieder zu öffnen. Und immer in den Raum zu schauen, in dem du bist. Manchmal ist das jetzt schärfer oder klarer. Manchmal sind die Augen lebendiger oder entspannter. Okay. Das ist eine ganz einfache Übung, die kannst du auch im Alltag machen. Und manchmal reicht es schon aus, einfach mal mit der Entfernung zu spielen. Also mal einen Punkt anzuschauen, der weit weg von dir ist und mal einen Punkt anzuschauen, der sehr nah ist. Mal einen, der ganz links ist, mal einen, der rechts ist. Sodass die Augen sich bewegen können und dadurch die Augenmuskulatur immer in der Bewegung ist und lebendig bleibt. Gut. Dann lass uns den Weg Richtung Meditation gehen und wir beschreiten ihn mit einer Atemtechnik, die auch sehr schön ist für das intuitive Chakra, für Anindya Chakra. Es ist die wechselseitige Nasenatmung.
wechselseitig meint, dass wir immer eine Nasenseite physisch mit einem Finger verschließen werden und durch die andere Nasenseite atmen und dann den Verschluss wechseln. Also immer eine Seite atmen und dann die andere Seite atmen lassen. Wir machen das theoretisch, falls du das noch nicht kennst oder nicht unbedingt damit vertraut bist. Einfach theoretisch jetzt mal durchspielen. Du brauchst die rechte Hand. Und ich bitte dich, einmal den Zeigefinger an das dritte Auge zu setzen. Jetzt den Daumen zu nutzen, um den rechten Nasenflügel zu verschließen. Das muss nicht unbedingt der Nasenflügel selbst sein. Das kann auch die Stelle sein zwischen Nasenflügel und Nasenknochen, also da, wo es noch weich ist, aber dieser Knochen beginnt, da kannst du auch schließen mit dem Daumen. Und dann entweder Ringfinger oder kleiner Finger für die linke Nasenhälfte zu nehmen. Je nachdem, was für dich besser ist. Für mich ist immer der Ringfinger. Also nochmal Zeigefinger, drittes Auge, Daumen, rechter Nasenflügel, Ringfinger oder kleiner Finger zum linken Nasenflügel. Und dann kannst du mal probieren, eine Seite schließen, durch die andere Seite atmen und dann mal wechseln zwischendurch. Okay, dann nimm die Hand mal zurück. Wenn du das gemerkt hast, dass eine Seite zu ist, dann lass einfach diesen physischen Verschluss weg, lass die Hand weg und stell dir vor, du würdest eine Seite verschließen und durch die andere Seite atmen. Manchmal wird es auch im Lauf der Zeit zu, dann hör auch auf. Wenn dir schwindlig wird, dann hör auf. Wenn du merkst, dass es ein Gefühl ist, die Atmung überhaupt nicht reicht und Atemnot entsteht, dann hör auf. Ja, mach das für dich intuitiv gut und pass es an. Gut. Dann nochmal den Sitz gut einrichten, bitte. Und die Augen schließen. Nimm die Atmung wahr und beobachte mit dem inneren Auge, wie du atmest. Folg also dem Fluss der Atmung. Jetzt bring die rechte Hand Richtung Gesicht mit dem Zeigefinger an das dritte Auge, Daumen, rechter Nasenflügel, Ringfinger oder kleiner Finger, linker Nasenflügel. Noch nichts verschließen, erstmal nur den Kontakt aufbauen. Atme noch ganz frei weiter. Atme fein und sanft. Entspann dein Gesicht, die Schultern. Wenn du merkst, dass der rechte Arm im Laufe der Zeit schwer ist, dann kannst du den rechten Ellenbogen auch mit der linken Hand aufstützen. Atme durch beide Nasenhälften in Ruhe ein und tief aus. Und nochmal tief und fein einatmen. Tief aus. Am Ende der Ausatmung links schließen. Atme rechts ein. Dann rechts schließen, links aus. Links einatmen, hoch Richtung drittes Auge, schließen, rechts ausatmen. Rechts einatmen, Richtung drittes Auge, schließen, links ausatmen. Links wieder einatmen, hoch zum dritten Auge. Links schließen, rechts ausatmen. Und rechts wieder ein. Und dann macht das für dich weiter. Immer mit der Vorstellung, dass du durch diese eine Nasenseite, die du öffnest, die Atemluft hochführst
zu Anya Chakra, dem dritten Auge. Dieses Auge nährst, dieses Chakra zum symbolischen Leuchten bringst und von dort wieder ausatmest. Mach das diese Runde noch weiter, bis du das nächste Mal links ausgeatmet hast. Und wenn das geschehen ist, dann bring die rechte Hand wieder zurück zum Bein. Wenn du beendest, dann stell dir vor, dass die Atmung weiter durch diese wechselseitige Nasenatmung hindurchfließt. Dass du sie immer noch leitest in die eine Seite und dann in die andere. Dann fließt die Einatmung hoch zum dritten Auge, zum Chakra der Intuition. Andhya Chakra. Dann wird es mit dieser Einatmung genährt. Und dieses Chakra ist auch der Wendepunkt. Da kommt dann die Ausatmung und die strömt von diesem Chakra durch die Nase wieder nach außen. Manchmal entstehen auch Bilder, wenn du in diesen Atmen und Meditieren verweilst. Beobachte also nicht nur die Atmung und dieses Chakra, beobachte auch, was an Bildern entsteht oder Gedanken oder Gefühlen oder Stimmungen. Beobachte das neugierig. Denn das, was entsteht, das darf entstehen. Da gibt es Raum dafür. So darfst du sein. Beobachte es neugierig und liebevoll.
nimm das, was du beobachtest, nimm es an. Das ist ein Teil von dir. Ein Teil der inneren Stimme. Ein Teil der Welt in dir. Und der Zugang dafür, das ist ein drittes Auge. Ein Chakra, das wir von außen nicht sehen und auch schlecht verorten können über die physischen Merkmale unseres Körpers, aber das doch ein Symbol ist, eine Referenz, ein Chakra, das nach innen blickt, ein Auge, das nach innen schaut, sodass es nicht nur die äußere Welt gibt, mit den Dingen, die wir mit dem Verstand begreifen und analysieren und bewerten können, sondern auch mehr gibt, mehr in uns, Dinge, die wir erfüllen können, die wir wissen, Dinge, von denen wir wissen, dass sie immer da sind. Und ein Gefühl schenken, ein Gefühl für das Wissen, das in uns ruht. Das Chakra, das ist das Chakra, mit dem die Seele spricht. Das Chakra des inneren Wissens, der Weisheit und Erkenntnis. Lass uns damit diese Stunde ausklingen. Und für die Hände vor deinem Herzraum zueinander, sodass du fühlen kannst, dass die Hände sich berühren. Und wenn du möchtest, dann senk deinen Kopf, sodass mit den Fingern ein physischer Kontakt zu Anya Chakra entsteht. Wenn du möchtest, dann verneig dich noch etwas mehr, auch vor dir selbst, mit einem Danke, dass du mal wieder einen Zugang zu dir findest, dass eine innere Stimme dich leitet, die weiß, was wirklich gut ist für dich. Das Vertrauen auf diese Weisheit und Erkenntnis und Klarheit. Und dann richte dich langsam wieder auf und öffne wieder die Augen nach außen. Das ist der Anya Chakra, ein Chakra, das uns in die innere Erfahrung bringt. Anschlussmöglichkeiten für diese Stunde sind im Yoga Balancehaltungen, Augenübungen, Visualisierungsübungen, Meditation mit Fantasiereisen beispielsweise. Also alles, was so diese innere Welt anregt und zum Klingen oder zum Wahrnehmen bringt. Im Alltag beispielsweise das Beschäftigen mit philosophischen Ideen und Konzepten oder auch mit religiösen Ideen, wenn du das möchtest. Es ist der Anschlusspunkt, um zu fragen, warum träume ich denn solche Sachen, die ich träume, und das mal mit sich selbst oder mit anderen zu analysieren und näher anzuschauen. Fantasiereisen zu begehen, Gedichte zu schreiben oder zu lesen oder etwas anderes, was eben die Fantasie anregt. Ja, ich wünsche dir viel Freude und eine gute Erkenntnis bei all den Dingen, die du machst, und danke dir für die Zeit, die du mir und dir heute schenktest. Namaste.